Hi und herzlich willkommen heute aus Köln. Bei knapp 35 Grad testen wir hier den neuen Smart 4.2. Der hat nämlich ein neues Doppelkupplungsgetriebe spendiert bekommen. Und wie sich das auf das Fahrgefühl auswirkt, finden wir heute heraus. In der dritten Generation bietet der Smart 4.2 mehr Platz für Personen und Gepäck. Zugelegt hat der neue 4.2 vor allem bei der Spurbreite. Satte 10 cm sorgen nicht nur für bessere Fahreigenschaften, sondern auch für deutlich mehr Innenraum. Das Argument schlechthin für den Smart ist und bleibt seine Abmessung. Mit einer Gesamtlänge von unter 2,70 Meter passt man in fast jede Parklücke und mit einem Wendekreis von unter 7 Metern kann man auf einer etwas breiteren Straße auch ohne weiteres in einem einzigen Zug wenden. Also das sind wirklich Spitzenwerte. Und für zwei Personen hat man hier drin auch noch richtig viel Platz, übrigens nochmal mehr als beim Vorgänger. Da gibt es also wirklich nichts zu meckern. Seit seiner Einführung war der Smart neben seiner besonderen Optik auch dafür bekannt, dass der Gangwechsel beim Automatikgetriebe deutlich und anhaltend spürbar war. Damit soll nun Schluss sein. Wer schon mal einen Smart mit Automatikgetriebe gefahren ist oder auch nur mitgefahren ist, der kennt das wahrscheinlich. Man ist ständig so am unfreiwillig nach vorne nicken. Das liegt am automatisierten Schaltgetriebe, denn das muss zum Gangwechsel immer erst auskuppeln, dann den neuen Gang einlegen und dann wieder einkuppeln. Und das führt zu einer Zugkraftunterbrechung und die wiederum zum unfreiwilligen Nicken. Damit ist hier Schluss, denn in der dritten Generation Smart ist das Automatikgetriebe ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Und eine der Eigenschaften so eines Doppelkupplungsgetriebes ist es, dass es zugkraftunterbrechungsfrei schalten kann. Das gibt jetzt ein enormes Plus in Sachen Komfort, Dynamik und in Sachen Effizienz. Einziger Wermutstropfen, für ein Doppelkupplungsgetriebe könnte es doch noch etwas spritziger vorangehen. Das vollautomatische Doppelkupplungsgetriebe gibt es für den 71 und 90 PS starken 4.2. Der Aufpreis beträgt 1.275 Euro gegenüber den Versionen mit 5-Gang-Schaltgetriebe. Der hier in unserem Testwagen verbaute 3-Zylinder-Turbobenziner mit 90 PS, den es übrigens auch in Renault Twingo zu kaufen gibt, passt meiner Meinung nach sehr gut in den Smart. Und gerade zusammen mit dem Doppelkupplungsgetriebe ist man wesentlich agiler und spritziger unterwegs als mit dem Vorgänger. Und dabei bleibt man vergleichsweise sparsam mit einem NEFZ-Verbrauch von 4,1 Litern auf 100 Kilometer. Für alle, die es besonders dynamisch mögen, bietet der Smart das optionale Sportpaket mit Schaltpedals am Lenkrad. So wird die Kombination aus Top-Motorisierung und Doppelkupplungsgetriebe nochmals sportlicher. Kommen wir zum Fazit. Der 3-Zylinder-Turbobenziner mit 90 PS von Renault passt sehr gut in den neuen Smart. Damit wird er nochmal deutlich spritziger und agiler. Aber noch viel mehr hilft dir das neue Doppelkupplungsgetriebe. Denn das wechselt die Gänge im Vergleich zum vorherigen automatisierten Schaltgetriebe wesentlich komfortabler und trotzdem dynamischer. Und auch wenn das typische Schaltnicken schon fast zum Smartfahren dazugehörte, ist das Thema jetzt Geschichte. Und das spart nicht nur die Nackenmuskulatur, sondern letztendlich auch noch Benzin.